Swirl TV. Stream what you really like. Jake, Miss Peregrine, ich bin höchst erfreut. Im normalen Sprachgebrauch würde man uns als besonders bezeichnen. Hugh, mach dein Netz runter. Natürlich ist die Insel der besonderen Kinder von Tim Burton visuell atemberaubend. Das ist eben das Markenzeichen des Meisterregisseurs. Aber sein Fantasy-Abenteuer missfällt durch erzählerische Lücken und fehlende Charaktertiefe. Für Erwachsene ist der Film zu hohl, für Kinder zu düster. Hört ihr mir alle zu? Ja. Hört ihr mir wirklich alle zu? Ja. Seid ihr bereit alle? Ja. Wisst ihr, was ich gerade denke? Nein. Was tun, wenn man als Rapper bereits alles erreicht hat? Man wechselt von der Bühne auf die Leinwand. Aber ein lauwarmes Biopic kam für Crow nicht in Frage. Unsere Zeit ist jetzt, ist gleichzeitig Comic, Spielfilm, Doku und vor allem kurzweilig. Anders kann der Panda-Rapper ja auch gar nicht. Glaubst du wirklich, dass deine Schwester nach all den Jahren noch da draußen ist? Wenn ich irgendwie rausfinden kann, was ihr zugestoßen ist, dann muss ich es versuchen. James will herausfinden, was vor 17 Jahren mit seiner Schwester passiert ist, mitten im Wald in Maryland. Wir wissen aus Blair Witch Project nichts Gutes. Und dasselbe droht den Mitzwanzigern jetzt auch. Große Logiklücken vermasseln den Gruselspaß in Blair Witch leider fast gänzlich. Hey, ihr freien Brötchen! Wen soll ich mit meiner leckeren Wurst füllen? Ja, genau, Karl. Gibt's auch nur eine in dieser Packung, die bereit wäre, Karl in sich aufzunehmen? Roberta, runter mit deiner scheiß Hand. Du ruinierst mir meinen Gag. Der erste nicht jugendfreie Animationsfilm. Das war das Ziel von Seth Rogen. Aber er und seine Kumpels hatten bei Sausage Party offensichtlich zu viel Spaß mit sich selbst. Die Witze der Food-Comedy greifen fast gar nicht. Auch wer sich für infantilen Humor begeistern kann, stößt hier an seine Grenzen. Swirl TV, ein Programmguide, der unterhält und eine Suchmaschine, die findet. Alle Filme und Serien auf Video on Demand.